Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Raymond in der Abkiste auf dem David Hasselhoff zur nächsten Folge Stardew Valley. Ja, wir haben hier in der letzten Folge ordentlich was gemacht und heute sind wir aufgewacht und auf einmal haben wir ein Zimmer mehr und ein Bettchen mehr und wir haben auf einmal, irgendwie haben wir da einfach auf einmal jenstes so Zeugs. Voll geil! Ja, und wir haben jetzt eine Küche. Und gibt konstant Licht aus. Brauchen wir nicht, weil haben wir schon. Und weil wir jetzt eine Küche haben, können wir eine Magma-Geude. Oh, das ist auch mal ganz etwas Neues. Wenn wir jetzt eine Küche haben, nimmt mich da noch etwas Wunder. Der Fernseher tut mir verkehrt um. Also, Moment, irgendwie so. Das Bett kommt wieder da füllen. So. Und, der Fernseher kommt auch gerade in die Nähe. Das hat alles andere als stilistische Gründe. Sondern hat dort damit zu tun, dass wir dann möglichst wenig Energie verbrauchen, wo wir den ganzen Tag klar und sonnig. Ja, das interessiert mich jetzt gerade im Moment noch nicht, weil es interessiert mich mehr, wie funktioniert so Zeug. Wenn wir das Ei haben, können wir ein Spiegelei machen. Geil! Was braucht es für eine Maki-Rolle? Fisch, Seetang, Reis. Haben wir keine. Spaghetti können wir machen. Hey, nein, wie geil ist denn das alles? Weizenmehl. Pfannkuchen, Weizenmehl. Da, da, da. Okay. Ah, oh, das sind jetzt natürlich die. Die. Die Dinge, die wir schon haben. Die. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Rezepte, okay. Und so, da. Haben wir. Ah, okay. Da können wir die Dinge dann rein tun. Alles klar. Ja, geil. Wir haben eine Küche. Wir werden schon bald mal etwas kochen, aber zuerst gehen wir jetzt mal raus und schauen, wie es draußen so läuft. Schaut mal, wir haben Gold. Wir haben Gold. Und wenn wir Gold haben, heisst das für mich rein theoretisch ein Eisenbarren, verfeinerte Quarz, Gold. Okay. Verfeinerte Quarz, Eisen, zwei Gold. Okay, jetzt zuerst. Jetzt darf man nicht reinschiessen. Jetzt müssen wir ein bisschen da. Ein bisschen Piano mit dem jungen Pferd. Gefrorene Tränen. Geode. Die gehen wir aufhauen. So. Dann haben wir da noch. Kupfer. Dann noch das und das. Dann machen wir da noch. Diesen da, jetzt brauchen wir aber wieder die zwei und die zwei. So, jetzt habe ich es durcheinander. Hey, ich merke es, ich habe es durcheinander. Aber das hat auch seinen Grund, weil jetzt läuft es. Das tun wir wieder da oben, respektive das da oben, das und da über. Knochenfragment, für was brauchen wir eigentlich das? Das tun wir auch mal noch. Die brauchen wir noch verscherbeln. Ui, schau mal da hin. Da hin ist gerade ein bisschen abgegangen. Da ist ja wahr gewachsen. Das klüpft und tätscht. Wortwörtlich. Das braucht da alles noch ein bisschen. Was haben wir denn da? Preiselbeeren. Auch geil. Zäge. Da, was haben wir da? Eine Feenrose. Mal schauen, können wir irgendetwas von dem abgeben? Nein. Haben wir wohl schon. Da. Dann würde ich mal sagen, frohes Verschütten. Weil für das Fest haben wir ja da. Können wir nicht? Goldbarren haben wir nicht. Heizkeller haben wir den schon abgegeben. Den haben wir in dem Fall schon abgegeben. Fehlt wirklich nur viel Quarz. So, jetzt schaut mal da. Bewässert jeden Morgen 8 Felder um sich herum. Das sind oben 3, unten 3 und Mitte 3. So. Das heisst also rein theoretisch. Rein theoretisch, ich fange da hinten an. Oder da oben.
Der Oberwerk war geil gewesen. Oh, da ist ja auch jenstes Zeugs fertig. Das trifft sich. Ja, super. Kann ich vielleicht gerade dort oben nochmal einen her tun. Ich glaube, so goldiges Zeugs haben wir doch schon recht. War doch da schon, oder? Ja, da haben wir. Wie viel brauchen wir? 2, 4, 6, 8, 10, ja, also da haben wir. Da sind wir gut unterwegs, würde ich sagen. So, einen können wir sogar noch verkaufen da. Ja, weil jetzt mache ich etwas, was ich nicht sollte. Oh, schon passiert. So, dann den da her. Und dann brauchen wir noch etwas zum Anpflanzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brauche ich aber auch noch den Dünger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. So, die Stelle ist bereits bedüngt. Nein, eine Wildblume. So, das da mal einfach das günstigste vom günstigen. So. Ufe. 2, 3, 4, 5. Die 10. So. Und jetzt wird mir das morgen, denke ich. Hoffe es zumindest, dass es morgen dann so weit ist. Wird das automatisch bewässert? Ich meine, wie geil ist denn das? Das ist schon recht oben raus. Wenn ihr jetzt denkt, oh, endlich kein Quiz mehr. Falsch denkt. Ich habe noch ein paar Fragen oben. Wie zum Beispiel, welcher Film gewann 1998 den Oscar für das beste Originaldrehbuch? A. Titanic, B. Good Will Hunting oder C. Godzilla? Titanic, Good Will Hunting oder Godzilla? 1998. Der Oscar für das beste Originaldrehbuch. Wisst ihr das? Ich hätte eine Vermutung und die ist glaube tatsächlich richtig. Wenn ich das da richtig lese. Weil, ich hätte das auch gegeben. Also nichts gegen Titanic und Godzilla. Also Godzilla sagt mir gar nichts. Titanic habe ich auch ein, zweimal geschaut. Der Film ist wirklich gut. Schauspielerische Leistung von DiCaprio unbestritten. Aber es ist Good Will Hunting, wo der Preis gewonnen hat, der Oscar. Und das ist für mich richtig so, weil der Film ist echt oben raus. Wer hat den gespielt? Matt Damon, glaube ich, oder wer ist das wohl? Ich glaube, oder? Der nachher auch da das Ding gespielt hat, ihr wills. Born? Oder ist es nicht der? Das müsste doch der sein, oder? Mit dem, ja, auf jeden Fall Good Will Hunting mit dem. Oh ja, jetzt habe ich mich selber in die Scheiße geritten. Ich weiß doch nicht, wie die heißen. Der, ihr wisst schon, der halt. Der Top-Schauspieler. Ihr wisst schon, wer das ich meine. Da, der. Ich glaube, der ist leider Gottes in der Zwischenzeit auch gestorben. Der war echt der Therapeut gespielt hat bei Good Will Hunting. Hey, Robin Williams. Nein, jetzt bin ich total nein. Also jetzt blamiere ich mich mehr. Good Will Hunting. Jetzt blamiere ich mich um. Oder ist es Robin Williams? Matt Damon, Ben Affleck, ja genau. Und Robin Williams. Mal. Es hat seine Richtigkeit. Ich war gleich nicht ganz so falsch gewesen. Aber meistens, wenn ich es dann rauslasse und ich denke, ich sage gerade so nichts,
habe ich da das Gefühl, bin ich jetzt gleich falsch? Tack, tack. Heu. Aufheuen. Eier verlassen. Ein Ei behalte ich jetzt natürlich. Ich meine, das ist ganz klar, dass wir jetzt nachher uns gehen, Spiegelei herbasteln, oder? Hey. So. So. Moment, holen wir schnell. Die Pilzen, wenn ich gerade unterwegs bin, nachher gehen wir gleich nochmal in die Höhle. Ich verzichte jetzt darauf, alles Werkzeug und so da ein bisschen zurückzulassen. Weil, wir haben doch jetzt relativ genug Platz, würde ich sagen, im Inventar. Verkaufen, 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 verkaufen. Eisenbarren. Verkaufen wir mal nicht. Komm, die gewöhnlichen Pilze haben wir jetzt auch weg. Aber wir müssen noch schnell zum Schmieden. Ja, genau, das ist noch. Moment, der da. Da gehen wir jetzt kein Spiel ein, den Sprinkler lasse ich mal da. So, der Rest nehme ich aber mit. Ja, wir haben, das haben wir gerade gemerkt, wir haben tatsächlich auf das Knochenschwert umgerüstet. Das gefällt mir echt noch relativ gut. Ja, wenn du mir davon laufst, dann gehen wir nicht Hallo sagen, dann halt. Wenn es muss sein. Wahrscheinlich können wir gar nicht mehr rechtzeitig zum Schmieden runter, aber wir geben uns gleich allerhöchste Mühe. Dass wir es noch schaffen. Und wenn da einfach Brombeere wachsen bei unserem. Oh, sogar noch Goldings. Bei unserem Kollegen. Bürgermeister, nehmen wir das natürlich auch noch mit. So, rein und schau jetzt. Geode. Ich habe verschiedene Geoden. Wir fangen mit der Omni-Geode an. Da habe ich bis jetzt meistens Pech gehabt. Tränen, okay. Was haben wir da? Ein Opal und 3 Kohlen. Okay. Opal können wir am Gunter abgeben. Hoffentlich schenkt er uns nicht irgendeinen Gugus. Ich habe das Gefühl, der Gunter verschenkt, wenn er nicht mehr recht weiss wie, verschenkt er einfach Sachen, die einfach kein Mensch braucht. Du. Zu dieser Jahreszeit wird es immer windig. Herrlich. Der Angler, Akt 2, Text. Jordi, erzähl mir deine beste Anglergeschichte. Jordi. Naja, ich habe eine ganze Menge großer Fische gefangen und ein paar davon waren sehr selten und schwer zu fangen. Aber es gab einen, bei dem ich 3 Tage und 3 Nächte gekämpft habe. Jordi. Ich nenne diesen Fisch die Legende. Sie war ein gewaltiges Biest und je stärker ich an der Leine zog, desto stärker zerrte sie zurück. Ich war nur für einen Moment unachtsam und sie riss mein Boot in 2. Seitdem habe ich nie mehr gefischt. Tex. Denkst du, dass sie immer und immer gefangen wird? Jordi. Wenn diese Person ein Meister im Fischen wäre, alle anderen seltenen Fische bereits gefangen hat und ganz wichtig, das Richtige gegessen hat, dann vielleicht. Aber vor allem musst du das Wasser respektieren, mein Sohn. Tex. Sohn? Meinst du, du bist Vater? Ja, mein Junge. Dramatische Musik während der Vorhang fällt. Ist echt der seltsame Mann dort am Strand und einer von denen. Heiratsknigge für Bauern, bevor du jemanden. Ja, das wissen wir, wir müssen das Ding kaufen. Der Blumenstrauß. Höhepunkt des Buches von Juba. Vor der Zeit gab es nur endloses, goldenes Licht. Das Licht rief zu sich selbst: Juba! Juba wollte mehr. Juba wirbelte das goldene Licht in einem Vortex. Juba wirbelte und wirbelte, bis sich im Auge des Vortex ein Loch formte. Aus diesem Loch entsprang ein Samen. Juba schliff das goldene Licht. Juba, Juba, Juba. Ja, irgendwie, also. Da ist mir jetzt irgendwelche ins Bund. Das Mysterium der Zwerge. Die Zwerge nennen sich selbst Smoluanu, was übersetzt so viel wie Himmelsleute bedeutet. Ein merkwürdiger Name für eine Gruppe, die tief im Untergrund wohnt, nicht? Ein weiteres Mysterium der Zwerge ist die fortgeschrittene Technologie, die sie angeblich besitzen sollen. Aufgrund von Anhaltspunkten wie diesen fühle ich mich, trotz des Spotts meiner Kollegen, zu einer neuen Theorie veranlasst.
Ich glaube, dass die Zwerge die Überreste einer einst weit vorgeschrittenen Zivilisation sind, deren interplanetares Vehikel auf diesem Planeten vor langer Zeit abgestürzt ist. Ich vermute, dass das zwergische Raumschiff sich tief in den Boden bohrte und über die Zeit passten sich die Zwerge dann an ihren neuen Lebensraum unter der Erde an. Meine Kollegen fragten mich, warum kamen sie nicht einfach an die Oberfläche und lebten dort? Vielleicht hatte ihr alter Planet eine stärkere Atmosphäre, die sie vor der stellaren Strahlung beschützt hat. Und sie können nicht unter unserer Sonneneinstrahlung überleben. Das wird erklären, warum sie nur in der Nacht an die Oberfläche kommen, sich unseren Häusern zu nähern. Was sie brauchen. Jasper. Okay, Rebuch Session, ne? Eine Studie über Diamantenerträge. Nach langer Recherche in Minen habe ich das Gefühl, etwas über das Auftreten von Diamanten gelernt zu haben. Meine Untersuchung umfasst nur die Steine, die in Minen verstreut sind, die mit einer Spitzhacke zerkleinert werden können. Mineralerträge aus anderen Quellen benötigen eine weiterführende Forschung. Diamanten erscheinen sich erst auf den Ebenen 50 oder tiefer zu formen. Auf Ebene 50 beherbergt ungefähr einer von 500 Steinen. Das haben wir doch schon klasse, Gott will ich sagen. Leitfaden für Baumeister. Ah, für Braumeister. Das Braum. Der charakteristische Geruch von Hefe, der durch den Zederholzspeicher weht. Der blumige Beigeschmack von frisch geschnittenem Hopfen an einem Winterabend. Aber ich schweife. Du bist vermutlich eher an der praktischen Seite des Brauens interessiert. Und zum Brauen brauchst du zunächst ein Fass. Wie du das zusammenbaust, überlasse ich dir. Diese Fässer können für verschiedene Produkte genutzt werden. Mit Gemüse gefüllt produziert das Fass Saft. Saft benötigt die kürzeste Zeit zur Herstellung. Wenn Getreide in das Fass gefüllt wird, kannst du Bier brauen. Die Bierherstellung braucht etwas länger, aber ist ganz schön profitabel. Hopfen im Fass produziert das beliebte helle Bier. Ah, gut zu wissen. Früchte in einem Fass ergeben Wein. Wein braucht am längsten, aber Wein aus den feinsten Früchten ist eine ganze Menge wert. Sei geduldig mit deinem Fass. Du kannst erkennen, dass es fertig ist, wenn es komplett stillsteht. Und trinke nur in Maßen, oder du wirst womöglich bereuen. Okay, gut zu wissen. Eine kleine Buchsession, wenn wir schon mal in der Bibliothek sind. Haben wir gedacht, streuen wir die noch ein. Aber das ist echt noch gut zu wissen. Ich sehe, dass da fischig wäre, aber ich will noch in die Höhle goldigen. Sozusagen. Jetzt gehen wir mal runter. Das heisst also, wenn wir. Ich glaube, wir haben keine Hopfen mehr, oder? Das haben wir, glaube ich, in der letzten Jahreszeit abgebaut. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, oder dass wir jetzt ein Buch gelesen haben, geht die Folge vielleicht ein bisschen länger, aber ich würde wirklich gerne noch. Schnell ein bisschen in die Höhle des Löwen. Moin. Mal sehen, vielleicht werden die Stickstoffe gesehen und von den Methoden Absonderungen beeinflusst. Oh, tut mir leid, ich habe wieder mal irgendwie, brauchst du etwas? Nein, ich habe wieder mal zu viel überlegt. Ja, der Sturm ist wirklich in seiner eigenen Welt. Ne? So, da unten tönt so die Gefühlung. Aber was schwebt uns da gerade sofort entgegen am Anfang? Gold. Soweit das Auge reicht. Moment, ich muss wieder. Nehmen wir mal ein paar von denen hier rauf. Schön ein paar Fässer aufgesammelt, die sind sehr, sehr wichtig. Ah, geil. Aber, oh, was bist du für einen? Kollege? Du scheinst nicht wirklich ein Kollege zu sein von mir. Du siehst unheimlich böse aus. Aber ja, das Knochenschwert, weißt du. Schattenessenz! Ich will es nicht abgeben. Ich habe gemeint, so etwas brauchen wir auch noch. Scheinbar nicht. Aber das da brauchen wir. Liebe Leute, Gold. Und es kommen wieder zwei raus. Es ist einfach ein herrlicher Tag. Ah, gut, das ist jetzt vielleicht, wie ich da gesagt haben, zwei aus einer Vene, oder wie das geheißen? Fasern. Das ist auch gut, wenn wir Fasern bekommen. Was haben wir da noch gemacht? Magma-Geode. Und Eisenerz. Das passt. Können wir auch brauchen. Dann müssen wir noch einen abschalten. Da können wir reinbauen, hauen mit dem Ding.
auf. Da hat es nicht so viel Gold. Ich hätte gerne mehr Gold. Liebe. Oh oh. Der Sound wird schummrig. Gold. Zum Glück haben wir da noch den Ring haben, der Licht gibt. So. Ein Diamant! Ein seltener und wertvoller Edelstein. Geil! Und Toppes! Während dem Gunter fängt ziemlich viel abgeben. Jetzt geht uns nicht mehr so viel in den Schoss, wo wir irgendwie noch abgeben könnten. Jetzt habe ich 30. Mir gefällt da in mein Knochenschwert so. Ich bin auch so Fan von dem. Hallo, Herr Dingbauer, ich sollte ein bisschen mehr Gold haben. Ich bin ein bisschen Gold-Fan. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon gesagt habe. Sie hat einen Helm angehabt. Der hat keinen Helm angehabt. Aha, da geht es wieder runter. Zeig her. So, komm, das schaffst du. Also, das Schwert ist gerade ziemlich gut. Eigentlich ist es nur. Es haut ziemlich rein. Leider fast kein Gold. Oh, unsere Energie. Ah, da bin ich ja ewig am Essen. Aber durch das, dass ich einfach ein Y drücken kann, geht es immerhin ein bisschen schneller. Und ich darf nicht motzen, wir haben so viel von denen. So. Wir suchen noch den nächsten Abgang, dass wir wieder ein bisschen zu Gold. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Gold, liebe Leute. Schön, gerade der nächste Abgang. Ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Abgang. ...22.00 schon. Da oben vielleicht noch ein Gold? Nein, aber. Was bist du für einer da? Was war das gewesen? Ist unser Schwert einfach zu gut gewesen, als dass er seine Macht können entfalten konnte? Oder was war das gewesen? So, Aquamarin. Haben wir den auch schon abgegeben? Auch schon abgegeben. Heieiei. Da ja. Lass uns in Ruhe. Keine Lust auf so Flüger. So. Aber die machen auch einiges mehr an Damage. Jetzt neu. Können wir den noch? Okay. Es ist auch schon 23.30 Uhr. Und sie machen das ordentlich mehr Damage. Sehr saftig mehr Damage, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Also jetzt wären wir fast... fast reingelaufen. Aber hey, wir haben 23 Gold. Wenn wir entsprechend gleich viel... entsprechend gleich viel Quarz und so haben, ist das echt eine gute Idee gewesen. Geht es noch eins runter, dann gehen wir gleich nicht durch. Wenn es hier nicht gerade Gold en masse hat, da oben hat es zwar... Mist. So. Den haben wir weggekriegt.
müssen wir dann los? What the fuck? What the fuck? Hey, hau ab! Kollege, ich verreise ja schon. Meine verlassen, tschüss. Was ist das gewesen? Okay, wir dürfen dir den Tschüsser lassen, ist mir jetzt aufgefallen. Aber hey, wir haben 31 Gold. Das sind 6 Paare. Das sind 6 Sprinkler, wenn wir gleich viel Erz. Aber ich glaube, Erz sind wir, Erz, Eisen und verfeinertes Quarz sind wir glaube auch gut unterwegs gewesen. Also ich glaube, dass wir innerhalb von der nächsten Moment dann können auf Ding umsteigen. Yes! Das freut mich jetzt richtig. Das freut mich jetzt richtig. Geht schnell schauen. Geht schnell da her. So, und rein. Und ab dafür. Wenn ihr euch fragt, jetzt hat er da so ein schönes Schlafzimmer, wieso nutzt ihr das nicht? Dann liegt es jetzt genau an so etwas wie jetzt gerade. Wir kommen rein und können gerade ins Bett liegen, sparen Zeit und ist vielleicht nicht so schön. Aber es ist nützlich. Es ist nützlich. Lecker gerade die mit dem jetzt und wenn wir uns hier in Acht behalten. 8982 Gold haben wir bekommen. Schauen wir mal noch schnell. Wow, Feenrose. Wow. Wow. Die geben ja fast 500 Gold. Das ist ja... Wow. Würde ich dazu sagen, Feenrose müssen wir uns ein bisschen im Kopf behalten. Das ist saftig. Würde ich sagen. Fast so saftig wie unser Gold, wir hatten eben noch 16. Hey, danke vielmals fürs dabei sein und die Unterstützung. In dieser Folge wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wäre. Wir haben noch Diamant gefunden. Bis dahin, bleibt sauber. Macht keinen Scheiß. Und ciao.